Etwa einen Kilometer rein abwärts von Oberwesel ist heute früh der Tanker Emma auf Grund gelaufen, beladen mit 1000 Tonnen Benzol. Zur Stunde untersuchen Experten des Wasser- und Schifffahrtsamtes, ob das Benzol innerhalb der Emma umgepumpt werden kann oder weitere Schiffe notwendig sind, um die Fracht aufzunehmen. Das allerdings würde die Bergung deutlich verzögern. Der Rhein ist zur Stunde für die Schifffahrt flussabwärts weiter voll gesperrt. In der anderen Richtung, also stromaufwärts, werden vereinzelt Schiffe langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aus Oberwesel, Rhein-Mosel-Reporter Alex Groschop.